Neuntes Kapitel: Geistige Welten. Meine Hauptarbeit, den Hausmeisterservice, vernachlässigte ich immer mehr. Ich tat nur noch das, was unbedingt nötig war. Meine Arbeit erfüllte mich nicht mehr, aber ich brauchte sie, um von irgendetwas leben und meine Familie ernähren zu können. Aber es fiel mir zunehmend schwerer. Mein Leben hat sich unbewusst, aber kontinuierlich verändert, ohne dass ich es selbst bemerkte. Mit der Zeit wurde ich zusehends ruhiger, gelassener und nachdenklicher. Freunde und Bekannte, die mich aus früheren Zeiten her kannten, haben mich so noch nicht erlebt. Mein Privatleben, mein Beruf und meine Ehe wurden zusehends schwieriger. Nicht, dass es an den Menschen lag, die mich umgaben, nein. Meine persönliche Entwicklung veränderte mich. Meine Maßstäbe, Prioritäten, Ansichten und Lebensanschauungen veränderten sich so gravierend, dass ich mich von meiner Frau trennte. Materielle Dinge spielten in meinem Leben keine Rolle mehr. Geld brauchte ich nur noch zum Überleben, nicht mehr um zu leben. Vieles fühlte sich für mich nicht mehr stimmig an. Allerdings konnte ich auch nicht erwarten, dass meine damalige Frau oder meine Freunde sich meinetwegen veränderten. Ich war es, der sich verändert hatte. Mir fiel es anfangs schon schwer, loszulassen, zu ignorieren, was andere über mich dachten oder sagten. Aber dieses unendlich schöne Gefühl, wenn ich in der geistigen Welt war, erfüllt zu sein von Licht und Liebe, wollte ich um keinen Preis mehr missen. Für diesen Weg habe ich mich bewusst entschieden, den Weg der geistigen Welt. Die Akzeptanz in meinem Umfeld kam dann Stück für Stück. Wobei es mir nicht wichtig war, ob sie an das glaubten, was ich sah und tat. Man kann niemanden von der Existenz der geistigen Welt überzeugen und ich möchte auch keinen überzeugen. Es ist ihm jedem selbst angelegt, was oder wie er glaubt. Wir hier auf Erden sind nicht dafür da, zu verurteilen und zu beurteilen, sondern um zu lernen. Und das muss jeder ganz für sich allein. Mit meinem neuen, völlig veränderten Leben fühlte ich mich besser, erfüllter, kraftvoller und für mich wesentlich leichter. In einer sehr tiefen Meditation bat ich meinen Schutzengel mit der Unterstützung meines Vaters, mehr aus der geistigen Welt zu erfahren. Kaum war meine Frage gestellt, bekam ich die Antwort in der Form, dass sich mein Schutzengel in Begleitung eines Vogels zeigte. Mein Schutzengel ist von solch einer Schönheit. Er zeigt sich mir in einem reinen, weißen Licht. Ich nahm auf dem Rücken des Vogels Platz und wir flogen durch die geistigen Welten. Es war eine faszinierende, unbeschreibliche Reise in eine Welt, die ich so in dieser Schönheit noch nie erlebt hatte. Eine Leichtigkeit und Schwerelosigkeit, die wir auf Erden nicht spüren oder kennen, umgab mich. Ich sah klare, reine Farben in einer Intensität, die man buchstäblich in sich aufsaugen möchte. Ein unsagbares Gefühl von Geborgenheit, Sanftheit und Sorgenfreiheit machte sich in mir breit. Ich war so glücklich und frei wie noch nie in meinem Leben. Ein Einhorn zeigte sich uns in seiner ganzen Schönheit und Perfektion. Berge, Wiesen und Täler, wie es sie an den schönsten Orten auf dieser Welt nicht gibt. Wir flogen in den unendlichen Weiten eines lilafarbenen Lichtes entgegen. Ich hatte das innere Bedürfnis, fast schon einen Zwang in mir gespürt, in dieses Licht eintauchen zu müssen. Kurz davor hörte ich einen sanften, dennoch bestimmten Pfeifton und der Vogel änderte seine Richtung und flog zurück. Es war mein Schutzengel Seraphim, der ihn zurückholte. Die Zeit war für mich noch nicht reif, um in dieses lilafarbene Licht zu gehen. Aus dieser Meditation kam ich in einem unbeschreiblichen Glücksgefühl zurück und ließ diese Reise noch einige Zeit auf mich wirken. Für mich ist es von Zeit zu Zeit oftmals schwer, nach so einer Meditation mich in dieser, unseren Welt wieder zurechtzufinden.
wenn man so eine liebevolle, sanfte und bedingungslose Liebe spürt, wie in den geistigen Welten, ist es schwer, sich in unseren manchmal herrschsüchtigen materiellen Welten noch wohlzufühlen. Aber auch ich muss das Leben hier auf dieser Welt leben, mit all meinen Aufgaben, die mir gestellt wurden und die ich mir selbst vor meiner Inkarnation gestellt habe. Es gibt in den geistigen Welten keine Rechenschaft, keinen Zwang, keine Angst, keine Kontrolle, kein Neid, keine Sorgen und keine Erwartungen. Es geschieht alles mit Licht und bedingungsloser Liebe. Die geistige Welt besteht nur aus Emotionen, da hier nur die Seelen wohnen und somit keine Gedanken vorhanden sind, sondern nur die Gefühle. Und diese sind so rein und lichtvoll. Eine meiner Reisen in die geistigen Welten kann ich in etwa so beschreiben. Ich stand vor einem verschlossenen Raum und sah, wie sich plötzlich dieser Raum mit einem lauten Donnern öffnete. Der Raum war innen mit Holzlatten ausgestattet und neben mir tauchte aus dem Nichts ein alter, weiser Mann auf. Erstaunt über sein Erscheinen sah ich ihn an. Mit ruhiger, tiefer Stimme teilte er mir mit: Du wirst irgendwann meinen Platz einnehmen, aber bis dahin musst du noch viel lernen. Dann verschwand er genauso still und leise, wie er gekommen war. Sofort fragte ich meinen Vater, wer das gewesen sei, aber ich bekam von ihm keine genaue Antwort. Er gab mir nur zu verstehen, dass jetzt die Zeit gekommen sei, mehr über die geistigen Welten zu erfahren. Und so geschah es dann auch. Es war für mich ein ganz normaler Arbeitstag als Hausmeister, als mich auf einmal ein Gefühl, das aus Angst und Emotionen bestand, heimsuchte. Die geistige Welt teilte mir mit, dass es einen Austausch meiner Engel gegeben hätte. Eine Panik erfasste mich, die man sich kaum vorstellen kann. Was für einen Austausch? Vielleicht mein Schutzengel oder mein Papa? Vor lauter Aufregung liefen mir die Tränen übers Gesicht und ich musste mich erstmal setzen. Ich versuchte, mich zu beruhigen und suchte den Kontakt zu meinem Vater und zur geistigen Welt. Mein Vater gab mir zu verstehen, dass ich einen neuen Engel namens Melchior dazu bekommen habe. Sofort war ich unvorstellbar glücklich und erleichtert. Kurze Zeit später zeigte sich mir Melchior, den ich jetzt so beschreibe, wie ich ihn gesehen habe. Er ist klein, sehr, sehr alt und weise, hat lange weiße Haare und ist wirklich richtig süß und macht mir den Eindruck, dass er unendlich geduldig ist, wie ein Professor. Ich begrüßte ihn mit meiner ganzen Liebe, die ich in mir trug, und fragte ihn, warum er mir zugeteilt wurde. Er gab mir zu verstehen, dass er dafür zuständig sei, dass sich mein Intellekt entwickelt, damit ich die Botschaften, Zusammenhänge und Bilder, die mir die geistige Welt zeigt, besser verstehen und auch an die Menschen weitergeben kann. Was für ein Erlebnis! Ich bekam Hilfe aus der geistigen Welt, damit ich meinen Auftrag, der geistigen Welt zu dienen, besser umsetzen kann. Gottes Plan ist perfekt, kein Zweifel. Ich ließ alles stehen und liegen und ging in mein Büro, da ich so überwältigt war. Ich brauchte eine Zeit, bis ich alles in meinem Kopf sortiert und verstanden hatte, wie überdimensional die Situation war, in der ich mich befand. Welche Möglichkeiten ich, kleiner, winziger Mensch, erhalten hatte. Von nun an reiste ich jeden Tag in die geistige Welt. Ich befand mich in einem Zustand, der sich in erster Linie aus Demut, Dankbarkeit, Respekt und Liebe zusammensetzte, aber natürlich auch aus Neugierde, vieles aus der geistigen Welt zu erfahren. Jeden Tag sah ich eine neue geistige Welt, jeden Tag anders. Keine Reise wiederholte sich. Was aber immer blieb und bleiben wird, ist diese endlose Liebe, die ich dort erfahren darf. Auf einer Reise mit meinem Vater saß ich mit ihm in einer schneeweißen Küche. Der Boden sah aus wie ein Schachbrett. Der Tisch, an dem wir saßen, war alt, sehr alt.
Neben uns tat sich eine freischwebende, lichtdurchflutete, schneeweiße Treppe auf. Meinen Vater sah ich in einem schwarzen, langen Mantel mit einem Kragen und in der Hand hielt er einen weißen Koffer. Er ging die Treppe langsam nach oben. Mein Vater sah so seriös und elegant aus, wie ich ihn noch nie gesehen hatte. Er sah wunderschön aus. Er gab mir zu verstehen, ich ziehe um. Einige wenige Stufen konnte ich meinem Vater noch folgen, aber dann war die Reise für mich beendet. Ich sah meinem Vater nach, wie er sanft und sicher sich in ein warmes, goldfarbenes Licht begab und dorthin still und leise verschwand. Wo ging er hin? Ich hatte ein gutes Gefühl, obwohl ich nicht wusste, wo er genau hingegangen war, und meine Reise ging mit dieser Frage zu Ende. Die Antwort sollte ich zu einer Zeit erfahren, in der ich bereit dazu war und auch den Intellekt dazu hatte, sie zu verstehen. Von diesem Zeitpunkt an war mir klar, dass es für mich, für den Rest meines Lebens, nichts anderes mehr geben wird, als der geistigen Welt zu dienen und den Menschen hier auf Erden das zu vermitteln, was ich erleben durfte und noch erleben werde.